So, meine Freunde, Beemonstar am Start für euch, begrüße euch zu einem kleinen Informationsvideo, denn ich möchte euch heute meinen Uploadplan vorstellen, der ab dem 14.12. in Kraft tritt. Und zwar habe ich zwei verschiedene Uploadpläne. Warum und wieso, das erkläre ich euch gleich, wenn ich euch den ersten und dann den zweiten Uploadplan vorstelle. Ich werde mich versuchen, größtenteils dran zu halten. Es kann natürlich auch sein, dass mal ganz, ganz spontan irgendwas dazwischen kommt oder ich irgendwelche Sachen nicht hochladen kann. Aber ich schätze mal, wenn ich nach Uploadplan arbeite, sollte das alles kein Problem sein. Wir fangen an mit dem ganz normalen Uploadplan und der ist aufgeteilt in 2 Wochen. Und zwar gibt es immer eine A-Woche und eine B-Woche und die beiden Wochen gehören praktisch immer zusammen. Also im 2-Wochen-Rhythmus gibt es dann auch neue Teams. Und zwar fangen wir an in Woche A mit einem Teambau-Video. Hier werde ich mich dann immer drum kümmern, mit verschiedenen Sachen Teams zu bauen nach verschiedenen Kategorien, vielleicht mal ein Anime-Team von einem Anime-Charakter oder mal ein Team von einem Arena-Leiter nachbauen. Euch das kurz vorstellen in einem separaten Video und dann werden alle Abonnenten-Battles für diese 2 Wochen mit dem Team gemacht. Ihr seht schon, montags kommt das Team-Up-Video, mittwochs gibt es ein Abonnenten-Battle, freitags gibt es ein Abonnenten-Battle und darauffolgende Woche gibt es auch mittwochs und freitags ein Abonnenten-Battle. Als nächstes haben wir dienstags, donnerstags immer Livestream-Uploads, Let's Play-Teile oder TCG-Openings. Das kommt nur darauf an. Livestream-Uploads, so lange wie ich sie da habe. Ganz klar, hier kommen Turniere, Livestream-Battles oder sowas. Immer was Unterschiedliches. Let's Play-Teile, genauso, so lange wie ich sie da habe. Hier kommt zum Beispiel die Hardgoten-Nuzlocke, die ich jetzt momentan rendere und schneide. Dann kommt da, wenn es rauskommt, das Let's Play von Pokémon Mystery Dungeon. Oder ganz normale TCG-Openings, die ich vielleicht schon länger auf meiner Festplatte rumliegen habe. Das ist also immer im Wechsel und eher unregelmäßig. Kommt drauf an, wie ich die ganzen Sachen da habe. Ja, Mittwochs und Freitags seht ihr genauso diese Abonnenten-Battles, von denen ich gerade geredet habe. Also Teamer-Video Montag und dann gibt es insgesamt 4 Abonnenten-Battles mit dem Team, um zu gucken, wie das Team ist. Samstag gibt es wie gewohnt Trainerschule und zwar gibt es in Woche A die ganz normale Trainerschule, also diese Trainerschule mit den ganz normalen Themen. Und in der B-Woche gibt es dann immer den Competitive Pokédex oder eine neue Art der Trainerschule, die ich euch dann demnächst vorstellen werde. Am Sonntag gibt es das TCG-Format Noobs of Cards, was ich zusammen mit Sabrina aufnehme, wo wir uns halt hinsetzen und wirklich das TCG online spielen und gucken, dass wir da ein bisschen besser drin werden. Ihr habt es ja eigentlich ganz gut aufgenommen und ich schätze auch mal, dass es auch weiterhin gut aufgenommen wird. Es soll mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen und wenn ihr schon so viele, viele Booster im Online-TCG habt und so viele Karten, dann lohnt es sich natürlich auch, da mal ein bisschen was damit zu machen. Und deswegen wird es das jeden Sonntag geben. Immer so 2 bis 3 Battles, so eine halbe Stunde planen wir so im Durchschnitt zu machen. Ansonsten bei den Livestream-Uploads kommen natürlich dann auch diese Giveaway-Uploads und sowas oder eventuell irgendwann auch mal Shiny-Hand-Uploads und sowas. Also lasst euch da mal überraschen, was da noch so geplant ist. Und wir kommen jetzt zu dem Upload-Plan, der diese Woche greift. Also ab dem 15., ab dem 14.12. Greift diese Woche. Und zwar fangen wir an mit einer B-Woche. Ganz einfach, weil es dieses Wochenende wahrscheinlich News gibt oder gab zu Pokémon. Ich schätze mal, zu Pokémon-Tournament wird es auch neue News geben. Und deswegen starten wir mit einer B-Special-Woche mit den News am Montag, dann gibt es am Dienstag bis Freitag den Upload vom Judo-Turnier komplett in dieser Woche. Am Samstag gibt es den Competitive Pokédex nochmal und am Sonntag wie immer Noobs of Cards. Und ihr seht schon, wenn ich solche Special-Wochen mache, dann gibt es in Woche A die ganzen Abonnenten-Battles mit dem Teambau-Video am Montag und in Woche B die News mit irgendwelchen Uploads von TCG-Openings, von Let's Plays oder von Livestreams. Ihr könnt euch immer, könnt euch immer, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Wenn ihr es besser findet, dass ich diese Special-Wochen permanent mache, also in einer Woche Abonnenten-Battles, in einer anderen Woche Livestream-Uploads und sowas, dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Kann man das natürlich auch so einrichten. Aber ich versuche momentan so zu machen, dass ihr unterhalb der Woche ein bisschen Abwechslung habt, dass es nicht immer heißt, ach ja, wieder Abonnenten-Battles eine ganze Woche. Das wird doch langweilig. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen durchzumixen. Und zu gucken, was so ankommt bei euch. Und wie gesagt, irgendwann gibt es noch eine Wanderlog von Pokémon Y. Dann gibt es auch noch verschiedene Nuzlockes, die ich geplant habe. Also lasst euch überraschen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal sehen wollt. Ich könnte mich natürlich auch mal dazu entschließen, einen N64-Emulator zu nehmen. Einfach mal ein Pokémon-Stadion die Arena-Leiterburg zu machen oder sowas. Also ich habe auf alle Fälle für 2016 sehr, sehr viel noch in Planung, was kommen wird. Es wird auch eine Abonnenten-Challenge geben. Dazu aber später mehr.
Und ich würde sagen, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin sehr, sehr offen für eure Meinung und für eure Kritik eventuell daran oder für eure Anregung. Und wir sehen uns dann ab dieser Woche mit dem neuen Uploadplan. Bis dahin, haut rein und ciao.